man das, der Besprechungsraum. Hier hat noch einer geschweißt und ein Buch. Huch, und ein Buch gelesen. Engine Many Trains and Repair. Oh, okay. B02. Aber die Atmosphäre. Die Atmosphäre, die das Spiel einfängt, ist schon geil. So auf so einer Raumstation zu sein, ist schon cool. Bis jetzt. Schauen wir mal. Okay. Achso, da geht's wieder in den Medic-Raum. Waren wir gerade im Medic-Raum? Ich weiß es gar nicht. Das ist hier ein Funkgerät, ein Teflon. Das sieht aus wie ein Radio. Können wir mal. Boah, diese Physik-Engine, die macht mir jetzt schon zu schaffen. Huh. Ja, was haben wir hier? Okay, da können wir nichts tun. Oh! Bevor ich mit ihm rede, werde ich mich da hinten nochmal umsehen, weil ich glaube, wir müssen nämlich zu ihm. Hier ist eine Leiter, sehe ich gerade. Die können wir aber noch nicht benutzen. Da ist es auch sehr, sehr dunkel. So. Dann schauen wir doch mal. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Oh. Hallo. Taylor, guten Morgen. Ripley, es Hi. Ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Wieso? Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise okay. nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Okay. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Das stimmt ich wohl. Weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Oh. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Ziel abgeschlossen. Sprechen Sie mit Taylor. Taylor ist, glaube ich, der, der ja, uns in den die Sache erzählt hat von unserer Mutter. Dass unsere Mutter ja gefunden wurde. Unsere Mutter ist ja Sigourney Weaver. Denn wir spielen ja Ellen Ripley, quasi hier die Tochter. Oder Ashley. Nee, Ashley. Ellen ist ja Sigourney Weaver und wir spielen Ashley. Und wir müssen ja unsere Mutter finden oder beziehungsweise rausfinden, was passiert ist. Und hier mal wieder ein Terminal. Den LM-Link. So, an N. Taylor. Nostromo-Vorfall. Weyland Yutani-Datei. Hey Taylor, ich habe den Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und den Vorfall war auf... Was? Und der Vorfall war auf... Vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahr... Moment. Hier war ich jetzt stehen geblieben. Im Jahre 2022 oder 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas ist der Captain, Ash wissenschaftlicher Offizier, Kane oder Kane? Erster Offizier, Ripley, dritter Offizier, Lambert, Navigationsoffizier, Parker, Crew oder Chefingenieur, Brad, Techniker. Weyland Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, die haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Teil später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich Sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben Sie hohe Tiere Großes mit Ihnen vor. Saul. So, was freigegeben? Achso, Navigations... Besitzer... Rücksprache... Passagier... Okay. So. Das war jetzt die Crew von... aus dem Film her. Jetzt wollen wir mal eben das Radio einschalten. Da bin ich mal gespannt. Oh. Die.
Voll so eine Country-Musik. Können wir da was öffnen? Hier ist grün. Oh ja. Subkauten, Impfpistole und ein Sensor. Machen wir mal alles aufnehmen. Finden Sie Baupläne, um Gegenstände aus den gesammelten Komponenten zu basteln. Aha. Na, das ist ja supi. Okay, hier ist rot, hier kommen wir. Aber es sieht toll aus, also muss ich ja mal sagen. Hut ab. Also sie haben nicht irgendwie die Leute getäuscht mit den Trailern, so wie Alien Colonial Marines, das war ja voll der Reinfall. Aber Alien Isolation? Hut ab. Und wir sind gerade erstmal am Anfang des Spiels. Das wird lustig, auf jeden Fall. Wir haben gerade erstmal 20 Minuten gespielt, Mann. Oh, hi. Ah, Ripley. Yeah. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Ich find's cool, dass die Charaktere auch sich drehen, wenn man so ein bisschen... Jetzt sind wir dran. Begeben Sie sich für den Einsatzbefehl oder Einsatzbesprechung zur Brücke. Ich möchte mich gerne noch ein bisschen... Ach du Scheiße. Da sind Fensterscheiben. Das kann ja heiter dann später werden. Ich würde mich gerne... Oh, ich würde so viel umsehen hier. Das... Was haben wir hier? Please order move of above. Lese ich das richtig? Ich glaube schon. Das sieht alles so toll aus und so. Ich meine, okay, ein bisschen künstlich alles, ist klar. Aber so kann ich mir das vorstellen auf einer Raumstation. Das wird definitiv lustig. Oh mein Gott. So, er ist hier lang gegangen. Ich glaube, hier lang ist die Brücke. Hoffe ich mal. Ich möchte ungern die Karte benutzen. Könnte das die Brücke sein? Mich wundert es ein bisschen, dass ich nicht rennen kann. Vielleicht bekommen wir das ja noch als Tipp, vielleicht später, wenn wir es brauchen. Das Radio läuft immer noch im Übrigen, was wir eingeschaltet hatten. Ah, hier, Tatsache. Oh. Oh. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für ja. Eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Wow. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Monitore? Okay, folgen wir denen mal. Also, ich, wow, Alter, ist das geil. Mein Gott, ist das cool. Oh, was können wir hier? Erwacht, Trophäe erhalten. Hä? Was? Aber die Videos ruckeln unheimlich, ne? Wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow me in Marschflug auf der
Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Hallo, Marshall? Marshall? Torrance hier. Bitte um Wiederholung. Ja, verdammt, warum... Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Ach du Scheiße. Druckablass. Oh Scheiße. Ja. Sag mir nach, Taylor. Das denke ich auch gerade. Natürlich. Wow. Wow. Ja, so viel zum Thema rein und raus und mit Kollegen da reingehen in die Sevastopol-Station. Oh mein Gott, das ist ja schon sehr, sehr atemberaubend. Jetzt kriege ich schon Gänsehaut, jetzt schon. Oh mein Gott. Puh, das ist nur eine vorübergehende Lösung. Das klingt ja toll. Das klingt ja supi. Also ist es nicht sehr hilfreich, so wie bei Outlast, sich im Spind zu verstecken anscheinend. Naja, schauen wir mal. Ich, der große Schisser, spielt ein Spiel, für das er gesperrt ist. So. Ein weißer Punkt. Jetzt ist er weg. Ja. Ziel aktualisiert. Suchen Sie Hilfe. Na, umziehen. Ziehen wir uns erstmal um und wir müssen Hilfe suchen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und ich würde sagen, diese nächste Aufgabe und was uns hinter dieser Tür erwartet, denn ich denke mal, jetzt wird es wahrscheinlich das richtige Spiel losgehen. Das alles war gerade Prolog. Und was uns da hinter dieser Tür erwartet, sehen wir jetzt gleich, denn wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also bis gleich.
So, weiter geht's. Wie gesagt, war nur eine klitzekleine Pause. Die größere kommt ja um 9 Uhr. So wie immer in der Let's Play Live Show. Und ich begrüße natürlich alle herzlich zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Jeden Freitag, jeden Samstag gibt's die hier um 20 Uhr. Und falls ihr mich auf YouTube besuchen möchtet, einfach in den Chat schreiben Werbung und schon taucht mein YouTube-Channel auf. Mein Gott, wie viel detailreich, aber auch die Texturen sind, ist ja der Wahnsinn. Hallo? Also ich meine, hey cool, ey geil, boah, ey. Pff. An Registrierungspunkten können Sie die Spiele manuell speichern. Ah, da ist ein Registrierungspunkt. So, da speichern wir natürlich erstmal. Ich find's cool, dass man auch beim Speichern sich umsehen kann. Das ist natürlich... Achso, nein, ich wollte das Spiel doch überschreiben. Das ist natürlich sehr schön, wenn man verfolgt wird. Das heißt also, oh, eine Leuchtfackel. Wie kann ich denn die Sachen benutzen? Wie, Ach so. Drücke zum Aktivieren. Ah. Okay. Das hört sich an wie im C64-Spiel. Okay, Viereck um, die Fackel. Ich möchte die Fackel aber doch gerne aufsparen. Wie kann ich die wegstecken? Kann ich die auch wieder weg... Oh, jetzt kann ich mich... Ach, jetzt kann ich auf einmal auch rennen und mich ducken. Ich habe eine Fackel. Ja, ich habe eine... Ich hab... Hallo? 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 Ich habe eine Fackel. Ich werde... Ich werde sie einsetzen, ja. Sehr schön. Ich find's fantastisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's richtig cool, wie dieses Spiel diese Atmosphäre von so einer Raumstation einfängt. Das ist richtig geil gelungen. Richtig toll. Boah, und diese Lichteffekte ist ja der Wahnsinn. Alter! Alter! Du Kackscheißfeuer! Ah! Wo ist denn da? Okay. Boah, sieht das geil aus. Wie man sich über Feuer so freuen kann, Entschuldigung, ich weiß. Es gibt noch andere Spiele, die geil aussehen, aber das ist schon echt Porno, also wie das Feuer aussieht, müsste ehrlich zugeben. Ja. Ein Schacht. Das... Boah, Alter! Alter, hör auf mit der Scheiße, mit dem Licht! wo müssen wir denn... Ich glaube, wir müssen da lang. Ich, Okay. Ah, jetzt haben wir es überwunden, das Feuer. Wow. Okay. Also es sieht fantastisch, also ich kann es mal wieder sagen, es sieht echt toll aus. Space Flight Control, okay. Das scheint die Brücke zu sein. Es ist verdammt laut gerade, fällt mir auf. Employee Launch, die Launch. Aber in der Launch kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu dunkel. Ich sehe ja schon fast gar nichts, aber hier ist wieder ein Terminal. Da werden wir das Terminal doch direkt mal benutzen. Da bin ich ein bisschen auf der sicheren Seite. So, Ordner fehlerhaft. Okay. Ja, Edels, ich finde... Maschinenraum. Anweisung, Stilllegung. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionen sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen.
Die Schlipsträger wollen das mit meiner Minimalbesetzung, mit einer Minimalbesetzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden über Stunden, was? Überstunden schieben. Achso, Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können. Solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Schilderung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits, Chief. Okay, da haben wir zwei Fehler auf der Ordner. Da können wir wahrscheinlich noch was finden. Aber kommen wir hier lang? Mal eben kurz schauen. Nein, da kommen wir nicht lang. So, das sieht sehr vertrauenswürdig aus und sehr, sehr sicher gerade. Ich, Alter! Hey, hey! Au! Prost zusammen. Und willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Verflucht nochmal. Ich finde schön, dass sie redet. Das hat man nicht in jedem Spiel. Okay, da kommen wir nicht lang. Oh, hier ist eine neue Fackel. Sehr schön, jetzt haben wir zwei. Und wir haben Das ein wird wenig. helfen. Ja. Halten, um das Inventar zu öffnen. Also, um auszuwählen. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Fackel benutzen. Probieren wir es mal. Ich komme mir gerade vor wie bei Daylight. Ich habe eine Fackel, Omi. Boah, sieht das geil aus. Omi, ich habe eine. Omi, ich habe eine Fackel. Geh weg. What smoke you always know working? Gnu? Ach, so long you always. Okay. What for? Was steht denn da? Forever? Nee. For then? Wer hat das denn hier alles geschrieben? Oh, eine Leiter. Aber man kann auch die Fackel platzieren, sehe ich gerade. Und hier ist ein Knopf. Na toll. Ah, okay. Funktioniert. Halten, um zu platzieren. Können wir die wieder aufnehmen? Nein, natürlich nicht. Aber egal, das soll uns nicht daran hindern, einfach mal. Was ist das? Everyone is responsible for safety. Ein tolles Bild, finde ich gut. So, was haben wir denn hier? Jetzt kann man das nochmal richtig lesen hier. Strong Creeks. Was will be for forgiven, also for vergessen. You always know working, Joe. Okay. You always know, du weißt alles, dass es arbeitet, Joe. Oder du weißt, dass alles geht. Something new. Okay. Was haben wir denn hier? Können wir denn jetzt hier irgendwas tun? Da hätte ich ja vorher lang gehen können, oder? Hier ist aber nichts Interessantes. Also. Okay. Ja, falls ihr mich auf YouTube besuchen möchtet, einfach einschalten oder einfach reinschreiben in den Chat Werbung. Was steht da? Moving? Was steht da drüber? Ich kann es gar nicht lesen. Will ich da hochgehen oder möchte ich. Mein Gott, schon wieder so viele Wege. Ich hasse das, wenn es mehrere Wege gibt. Weil ich möchte nicht, dass das Spiel weitergeht, obwohl ich einen Weg vergessen habe. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Oh nee, hier möchte ich, glaube ich, noch nicht lang gehen. Und ich möchte, wie gesagt, auch so wenig wie möglich in dem Spiel die Karte benutzen. Ja, ich weiß, dass es eine Karte gibt. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht doch irgendwann benutzen muss. Aber ich werde erstmal so wenig wie möglich die Karte benutzen. Boah, die klettert aber komisch hoch. Oh, ein Radio. Genau, bevor ich mich umgucke, erstmal zum Radio. Erstmal ausschalten. Also heißt es doch, dass hier jemand gewesen ist. Was haben wir hier? Bindemittel. Ich bin mal gespannt, wann wir endlich kombinieren können, unser Inventar. Was haben wir hier noch liegen? Subkautane. Impfpistole. Sonst noch was? Nee.
Okay, also gibt es hier also relativ viele Ressourcen. Oh mein Gott. Ich bin jetzt doch am Zweifeln, ob ich nicht doch nochmal unten lang gehen möchte. Weil... Ich gehe nochmal unten lang, das ist der Wahnsinn. Also... gehen wir mal unten lang, schauen wir mal. Das wird definitiv eine sehr, sehr lange Nacht, kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, weil anscheinend bleibt der Stream doch online, das freut mich, das ist supi. Und ich kann euch ein wenig hier das Spiel zeigen und ich als Schisser sowieso. Ja, geh weg, geh weg. Was? Was haben wir hier? Oh, hier haben wir. Natürlich alles aufnehmen. Gut, dass wir hier lang gegangen sind, denn dann hätten wir nämlich den Koffer nämlich liegen lassen. Wie gut von mir. So. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß habt, hier zuzusehen. Jetzt gerade mal. So, also jetzt können wir natürlich nach oben gehen und dort weiter laufen. Prost zusammen. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns wartet. Obwohl ich es eigentlich gar nicht wissen will. Hallo? Ja, natürlich. Das wäre dann ich. Oh, was haben wir hier? Hier ist aber rot, hier können wir nicht rein. Zugangscode benötigt. Mhm. So wie es aussieht, liegt da... Es könnte sein, dass da was liegt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zugangscode. Die Tür ist zu. Ich werde die Fackel erstmal partout nicht benutzen. Was ist das denn? Boah, ist das geil. Ohne Scheiß. Ja. Okay, da können wir nichts tun. Die Tür ist auch zu, ne? Genau. Oh, guck mal, wie hier am Flughafen hier für die Koffer. Ja, das ist ja super. Vielleicht, wenn man mal verreisen möchte. Forgotten. FV. Vergessen. Oder vergessen? Fragezeichen. Da sind so viele Bilder noch an der Wand. Ich will ungern die Fackel benutzen, weil ich weiß nicht, wie viele Ressourcen man auf normalen Schwierigkeitsgrad hat. Das ist... Hallo? Hallo? Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Touchpad-Taste drücken, um die Karte zu öffnen. Das bekommen wir jetzt angezeigt. Das habe ich schon links gesehen. Was können wir denn da noch machen? Achso, hier können wir noch gucken. Stilllegung. Ach, hier können wir nochmal die ganzen Notizen, die Vlogs. Können wir nochmal nachschauen. Die Nostromo-Vlogs gibt es auch noch. Und was haben wir hier? Oh Gott, es gibt vermisste Personen? Ach du Kacke. Es gibt vermisste Personen, die man finden kann. Wie viele sind denn das? Wie viele haben wir denn in der Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Nee, warte mal.